Guten Morgen, Bianca. Hallo. Das ist total faszinierend, weil die Art und Weise des Gesprächs ist jetzt völlig anders als die anderen Interviews. Wir kennen uns seit einem Monat, aber es ist so vertraut, dass dieser Zauber des Neues, wo ich eigentlich immer reingehe bei den Interviews, für mich fast schon weg ist. Von daher Ach, muss das ist ja schade. ja, aber ich versuche, ob ich das jetzt tatsächlich hinbekomme und so tun, als ob ich dich noch gar nicht kennen würde. Was natürlich gar nicht geht. Das ist die Sache mit dem lila Elefanten. Aber Du vielleicht hat hast. es eine andere Qualität, wenn du Genau. einfach schon viel weißt und dann Exakt. anders fragen kannst. Exakt. Und das starte ich jetzt, weil vielleicht kennen ein paar Leute noch nicht deine Geschichte, weil ich habe sie jetzt erfahren durch das Video, das ich auch reinhängen werde. An dieses Video verlinke ich das, wo du interviewt wurdest. Das war. Ich glaube, im Dezember, wo du über deine Schule gesprochen hast. Wie kamst du überhaupt dazu? Weil du warst zuvor Lehrerin. Warum bist du Schulleiterin geworden? Ja, es ist der gleiche Grund, warum ich Lehrerin geworden bin. Ich arbeite gerne mit Kindern zusammen und wollte immer Schule verbessern. Und als Lehrerin hatte ich die Chance, in meinem kleinen Rahmen mit meiner Klasse es jedes Mal etwas anders zu machen, etwas kindgerechter, etwas genauer hinzugucken. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich als Lehrerin ja Grenzen habe. Es ist eben der Klassenraum, eine Klasse. Und so bin ich Schulleitung geworden, um das Ganze, meine Pädagogik, etwas auszubreiten und vielleicht auch Kollegen mitzunehmen und so einen Zauber in die Schule zu holen, um mit Kindern schön zusammenzuarbeiten und genauso mit Eltern schön zusammenzuarbeiten. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. So bin ich Schulleitung geworden. Schön. Natürlich der Wunsch, die Welt zu verbessern, ist bei jedem da. Und irgendwann fällt man natürlich auf sich selbst zurück und merkt, ich kann mich nur aus mich selbst heraus verbessern und daran arbeiten. Und dann erreiche ich irgendwann mal Menschen, die diesen Samen mit aufnehmen und da treibt sich das raus. Von außen kann ich natürlich immer nur ein Wunschbild nachlaufen, etwas zu verbessern. Die Menschen müssen sich selber verbessern. Ich weiß aber aus der Praxis, ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, dass eine Rektorin recht viele Möglichkeiten hat, in der Schule etwas zu gestalten. Ist das so? Ja, also es gibt schon einen großen Freiraum. Es geht natürlich immer um das Team, die Kollegen mitzunehmen. Es geht immer um Kommunikation und alle Bereiche zusammenzuholen. Und das ist ja eigentlich die Herausforderung, mit Kindern, Eltern und Kollegen zusammenzuarbeiten. Und eigentlich war es mir von Anfang an klar, entweder ich lege den Fokus auf die Kinder und die Eltern oder im Kollegium. Und mir war es wichtig, dass die Kinder jeden Tag gerne zur Schule kommen, dass sie morgens schon sagen, ja, heute darf ich wieder in die Schule und heute darf ich wieder meine Freunde treffen und wir haben heute das und das und wir wollen das machen. Und diese Begeisterung, dass sie die mitnehmen. Und wenn Eltern sehen, dass ihre Kinder gerne in die Schule kommen, dann kommen auch die Eltern gerne in die Schule. Und das wollte ich ja erreichen, dass ich mit Eltern zusammenarbeite, dass sie mitgestalten und auch sehen, dass das ein Ort für ihre Kinder ist. Und mein Traum war, dass die Kollegen das erleben und dann auch diese Begeisterung teilen. Und dann natürlich in Prozesse geraten, um zu gucken, wo kann ich was verbessern? Und sie müssen auch bei sich selbst anfangen. Das ist der Prozess. Aber so kann ich ihn ja nur hervorholen, indem ich ihnen diese Begeisterung vorlebe. Und das habe ich versucht. Und es gibt Kollegen, bei denen ist mir das gelungen, die haben diese Offenheit und diese Aufgeschlossenheit und wollen es gut machen. Und andere Kollegen arbeiten seit 20, seit 30 Jahren in ihrem Takt. Und dann ist es natürlich schwierig zu sehen, da kommt eine junge Schulleitung und die bringt da was mit. Da ist dann erstmal Ablehnung, aber das ist auch okay. So sind Menschen. Aber das Team macht es dann ja aus. Die einen nehmen den anderen mit und jeder sucht so seinen Bereich heraus und jeder hat so seine Vorlieben und geht damit dann einen Schritt weiter.
Und sich ganz frei zu machen, gelingt niemandem. Wenn Freude, wenn Begeisterung da ist, da, kein Mensch hält das auf Dauer aus, sich völlig da rauszuziehen. Sie sind alle in so einem Sog mit drin. Jetzt habe ich so drei Punkte, wo ich andocken mag. Das eine ist, ich lese gerade wieder, das Buch ist jetzt 4 Jahre alt, da habe ich es gekauft, von Jens Korsen, Familienglück. Und da beschreibt er auch die Szene. Man soll sich morgen einfach beim Aufwachen kurz auf die Bettkante setzen und sich fragen, will ich überhaupt aufstehen? Will ich heute überhaupt ins Leben gehen? Und er sagt mich quasi auch diese Sichtweise, wenn ich es gar nicht erst will und alles nur dreckig und schlecht und Wetter ist auch schlecht, dann wird genau der Tag auch so sein. Und wenn ich sage, ja, ich möchte den Tag so erleben, das ist eine Herausforderung. Und die Kinder, die überlegen ja gar nicht, die wollen ja was erleben, die begrüßen den Tag ja. Und das ist das, was du sagst. Eine Schule kann jetzt die Türen geschlossen halten und die Kinder draußen im Regen stehen lassen. Und genau. Sie müssen warten und dann werden sie irgendwann reingelassen und dürfen in den Klassenraum gehen und sich hinsetzen. Dann werden sie wie ihre Eltern, die morgens sich überlegen, lohnt es sich überhaupt noch aufzustehen? Da sind sie wenig motiviert. Aber in meiner Schule, da stehen die Türen auf. Wir hatten morgens um 7 die Türen auf und wir hatten eine große Pausenhalle und da gab es Sitzecken, da gab es Regale mit Büchern, mit Spielen. Wir hatten so viele Möglichkeiten, Schachbretter. Es waren 10 Schachbretter, die waren eigentlich schon reserviert, ne? Also die Kinder kamen möglichst früh, um ein Schachbrett abzubekommen. Und bis zu 80 Kinder waren morgens dann in der Pausenhalle und es war leise. Es war ganz leise und es war so ein, ja, so eine gute Stimmung, weil es war alles immer aufgeräumt, es war alles schön und neu und wir haben Wert darauf gelegt, dass hinterher auch alles aufgeräumt ist und die Lehrer sind aber auch schon so früh da gewesen und haben es genossen, dass die Kinder schon da sind, sind mal wieder ins Lehrerzimmer gegangen, dann konnten sie mit Kindern sprechen und das war ein ganz anderes Willkommen in der Schule. Und so stelle ich es mir vor. Weil jetzt hast du tatsächlich was gesagt, wo ich vorher noch nicht von dir wusste, auch in diesem Video nicht. Du hast quasi einen Raum geboten, das kann jede Rektorin, das kann quasi auch sogar jede Lehrerin in ihrem Zimmer, die kann einen Raum bieten, wo die Kinder einfach mal ankommen können, wo sie spielen können, wo sie sich begegnen können, wo sie lernen können, die Dinge wieder aufzuräumen, sauber zu halten, eine Begegnungsstätte. Und wenn ich das so überlege, ich gehe jetzt mal zurück ein Jahr, da kam eine Mail von unserer Rektorin, die Kinder sollen nicht vorher kommen, sondern erst um 7.50 Uhr. Sie werden dann von der Lehrerin an den Pausenhof abgeholt, werden dann zu ihrem Platz geleitet, sollen nur mit Maske und mit keinem sprechen. Das ist genau das ist das Gegenteil. Das ist unglaublich. Und da steige ich jetzt was rein, wo du in dem Video besprochen hast. Wo mir auch sehr nachgeht, weil ich da kein Gehör bekommen habe in der Situation. Und bei dir merke ich Resonanz. Es gab diese Maskenpflicht, diese Testpflicht, alles Mögliche. Und es gab auch genug Gutachten, dass übers Lungenvolumen, Ausatmen mit so einem Filter, die Kinder viel mehr CO2 anreichern. Klar wird es dann nur Kopfschmerzen geben, Übelkeit, Erbrechen. Die sterben daran nicht. Nur ihre Leistungsfähigkeit, das kann jeder gerne mal ausprobieren. Er nimmt sich einfach mal so eine FFP2-Maske vors Gesicht und dann joggt er mal. Und dann soll er mal gucken, warum die Evolution uns keine Membran vorne dran eingebaut hat, dass wir frei atmen können. Und als ich das gesehen habe, dachte ich auch. Und dann kam das erste Urteil mit der Fürsorgepflicht, BGB 1666, über das Familiengericht. Und dachte ich, boah, das müssen wir doch mal auch nach außen bringen. Auch der Rektorin einfach nur geschrieben, interessiert sie sozusagen nicht. Ist Befehl von oben, ist so vom Ministerium, so müssen wir machen. Und du hast was anderes gemacht in deiner Schule. Erzähl bitte davon. Also ich habe es immer versucht, so umzusetzen, dass es noch möglichst kindlich ist, dass ich den Bedürfnissen der Kinder nachkommen kann. Es ist aber immer schwieriger geworden. Also ich habe immer alle Maßnahmen, die gefordert waren, umgesetzt, aber möglichst gering. Mhm. Und in dem Moment, wo es nicht mehr möglich war, wo ich gesehen habe, jetzt, ich kann es nicht mehr ändern, weil als Beamtin muss ich umsetzen. Wenn eine Weisung kommt, muss ich es umsetzen. Und ich aber gemerkt habe, dass ich
meiner eigentlichen Aufgabe, nämlich, du sagtest eben schon, der Fürsorgepflicht, nicht mehr nachkommen kann. Ich konnte in meinen Augen auf meine Schüler nicht mehr so aufpassen. Ich konnte es nicht mehr, ihnen nicht mehr das zugestehen, was eigentlich wichtig für sie ist, was sie brauchen. Und das war dann der Moment, wo ich meiner Remonstrationspflicht nachgekommen bin und meinem Vorgesetzten geschrieben habe. Und gleichzeitig habe ich mich krankschreiben lassen, weil ich es einfach auch nicht mehr aushalten konnte. Ich war nervlich so angegriffen, weil ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Das, was Schule ausmacht, was hier für Kinder wichtig ist, kann ich nicht mehr umsetzen. Mhm. Ich kann so nicht mehr arbeiten. Ja. Und ich war von Ostern bis Weihnachten krankgeschrieben und wurde dann suspendiert und bekomme jetzt auch nur noch die Hälfte meines Gehaltes und man möchte mich aus dem Dienst entfernen. Und ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich meiner Aufgabe einfach nur nachgekommen bin. Ich sehe meine Pflicht darin, mich um die Schüler zu kümmern und dass es ihnen gut geht und dass das fröhliche, schöne Lernorte sind, die Kinder freiwillig aufsuchen. Und da geht es um Lernen, da geht es um Kommunikation. Und das haben wir nicht mehr. Das haben wir nicht in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich bin nicht mehr in der Schule. Aber ich kann sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich rausgegangen bin, waren das keine schönen Orte mehr. Und das waren Orte, die angstbesetzt waren von allen Beteiligten. Und das kann ich nicht unterstützen. Da kann ich einfach nur sagen, stopp, so geht es nicht weiter. Funktioniert nicht. Die spannende Frage, die sich jeder ja stellen muss, wie weit kann er einem System folgen, bis er an die rote Linie, die es scheinbar in der Politik jetzt nicht mehr gibt, kommt, wo er sagt, nee, also mit meiner Ethik, mit meiner Moral ist es nicht mehr zu vereinbaren. Ich ziehe jetzt die Konsequenz und spreche darüber. Ich gehe in eine Diskussion. Und die wurde dir verweigert und wurdest du sozusagen abgesägt. Was natürlich immer wieder die Hilflosigkeit des Systems zeigt, die sich gar nicht anders mehr zu helfen weiß, als diejenigen, die die Fehler bekennen, die nach Lösungen suchen, abzusägen. Das ist ja die Champignon-Management-Technik, also zuerst mit Mist beschmeißen und dann, wenn die Köpfe hochkommen, kappen. Von daher ist es völlig verständlich, weil du eine der Ersten bist, das wurde ja auch in vielen Filmbeiträgen so kommuniziert, die sie jetzt hoffnungsvoll exekutieren, weil sie meinen, danach sind alle anderen angstbesetzt und still. Nur und das Schlimme ist, funktioniert ja nicht. Ja, aber ich bin die einzige Schulleitung, die in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und es gibt keine weitere. Es gibt viele, wir haben Schulleiter für Aufklärung, es gibt wirklich viele, die im Herzen dabei sind, sind, aber die meisten sind noch im Dienst, aber es werden auch immer mehr, die den gleichen Weg gehen wie ich. Ja, und die das rausgehen. Ist halt so. Ab und zu muss es jemand geben, der vorgeht. Der wird manchmal ans Kreuz genagelt, dann schreibt man über ihn und es wird eine Religion draus. Das ist ja vielleicht für denjenigen auch schön, ob er das gut findet oder nicht. Ich glaube, der Jesus hätte auch lieber weitergelebt und seine Thesen direkt an die Menschen gegeben. Nur manchmal passieren so Dinge, wie sie jetzt sind. Und ich finde es, mit dir zusammenzuarbeiten an der Stelle, dass sich etwas verwandelt, unheimlich kraftvoll. Weil du strahlst auch diese Kraft aus. Also man merkt, du bist nicht gebrochen. Nein. Ich habe natürlich jetzt geschubst und ja, du wusstest natürlich jetzt nicht unbedingt, was du damit machen kannst. Also Aikido hat ja gut getan. Aber einen Punkt möchte ich ganz kurz noch. Ganz kurz dazu. Ja, ich habe mich nie als Opfer gefühlt. Ich habe es immer in der Hand gehabt. Ich habe ganz bewusst demonstriert und habe ganz klar gesagt, so stopp, bevor ich hier Burnout kriege oder irgendwas, das mache ich nicht. Und ich habe auch mit der Art und Weise, wie ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich immer bewusst mich auf Dinge eingelassen. Also ich bin keine, die großartig politisch aktiv ist. Ja. Ist es geworden. Natürlich ist das auch politisch, aber eigentlich komme ich nur meiner Pflicht nach als Schulleitung. Und das habe ich auch versucht, in sämtlichen Interviews und Talkshows immer wieder klarzumachen. Ich mache doch nur das, wofür ich bezahlt werde. Nichts anderes. Und wenn das jetzt die Art und Weise ist, die jetzt gebraucht wird, dann ist es so. Und mich macht es stark. Ich gehe damit einen Schritt weiter und ich erlebe, dass ich ganz viele Menschen damit erreiche. Und das ist großartig. Und so gehe ich jetzt auch wieder einen Schritt weiter und sage, gut, dann muss ich einfach irgendwie eine neue Bewegung starten.
dass wir irgendwann andere Schulen haben, dass wir schöne Lernorte haben. Ja. Weil wenn wir alles nur einfach wegdrücken und sagen, es wird schon immer besser, es wird wieder besser, dann sind wir nach dem dritten Jahr Corona, im vierten, im fünften und im sechsten Jahr. Und irgendwann müsste jetzt auch jeder gemerkt haben, nach 3 Jahren Corona, es geht nicht einfach weg, indem wir die Augen zumachen. Aber es ist nicht Corona. Etwas gestalten. Nein, das ist nicht Corona. Es ist nur jetzt eine Sichtbarkeit, die ein Brennglas auf die Gesellschaft wirft, die jetzt eigentlich für diejenigen, die schon früh gemerkt haben, dass innerhalb der Gesellschaft was schiefläuft, jetzt so ein Brennglas, also das ist jetzt einfach 10-mal verstärkt worden, wie eine Lupe. Und richtig. Und wenn du als Lehrerin, sage ich jetzt, ich hatte Grenzen, ich konnte nur in meinem Klassenraum arbeiten, aber es gab noch mehr Grenzen. Mhm. Also wenn es heute so ist, dass die Deutschfachkonferenz in einer Schule ein Lehrwerk zum Lesen und Schreiben lernen vorgibt, dann heißt das, ich muss mit einer Fibel arbeiten. Mhm. Und nicht nur die eine Klasse muss mit dieser Fibel arbeiten, sondern auch die 3 Klassen, die parallel sind. Ja. Und dann stehe ich als Pädagogin da und sage, das ist scheiße. Ich muss es genau so sagen. Was weil nicht individuell ist. In meiner Klasse sind 20 Kinder und jedes Kind ist auf irgendeinem Level. Manche können schon lesen, manche können schon schreiben. Manche haben so eine Energie und wollen einfach loslegen. Und es ist doch meine Aufgabe als Pädagogin zu gucken, was jedes einzelne Kind braucht und irgendwie einen Weg zu finden. Und da ist doch eigentlich die Arbeit der Lehrerin, für jedes Kind einen Weg zu finden, dass es lernen kann. Ich sehe mich nicht als die, die vorne steht und jetzt sagt, jetzt lesen alle aus einer Fibel vor. Wo sind wir denn da? Da sind wir doch vor 100, 200 Jahren. Und das ist katastrophal, dass es immer weiter in diese Richtung geht. Alle müssen das Gleiche machen und auf diese Art und Weise. Und das ist auch eine Grenze gewesen als Lehrerin. Da muss man aber jetzt gar nicht so weit zurückgehen, sondern 100 Jahre. Als Henry Ford das Fließband in den 20er Jahren entdeckt hat, gab es eine riesengroße Möglichkeit, plötzlich Produkte in Masse zu produzieren und dadurch über die sinkenden Stückkosten auch Menschen zugänglich zu machen, die es sich zuvor nicht leisten konnten. Also das T-Modell an der Stelle bei Henry Ford. Das hat eine ganz neue Käuferschicht eröffnet, wie zuvor auch mit den Webstühlen, wo die Weber Angst hatten plötzlich, das war um 1780 herum, wo die Angst hatten, hey, jetzt kommen die Webstühle und ihre Jobs sind weg. Und das war das mit den Holzschuhen. Aber dadurch hat sich ja das alles nur erweitert. Also das Spektrum, die Produkte zu verkaufen, wurde dadurch nur größer. Jetzt sind wir in der Industrialisierung so weit gekommen, dass das Fließband quasi den Menschen den Takt vorgegeben hat. Und vorhin hast du erwähnt, Lehrer, die 20 Jahre in dem gleichen Rhythmus sind, die ändern sich nicht. Ja, wenn du 20 Jahre immer den Hammer auf die gleiche Stelle haust und das dein Lebenszweck 20 Jahre war, dann ist dein Gehirn daraufhin optimiert. Du musst da gar nicht mal nachdenken. Das machst du energiearm wie sonst was, wie Autofahren. Und jetzt dachten wir, und das ist der Fehler, unsere Kinder müssen wir so erziehen, dass sie auch diesem Produkt Industrialisierung möglichst gerecht werden, dass sie passen in die Berufe. Nur die Berufe haben sich längst gewandelt. Mit der Informationstechnologie, mit der Digitalisierung gibt es das Fließband nicht mehr. Wir kommen wieder zurück zu Teamarbeit. Unterschiedliche Charaktere kommen zusammen. Und das hat die Schule leider ein bisschen verschlafen. Also man sagt ja oft, Schule ist so 20, 30 Jahre hinterher, vielleicht sind es 50. Ganz kurz noch. Und das Entscheidende ist, wir haben noch nicht geschnallt, dass wir Menschen ausbilden, die wir gar nicht mehr in der Art und Weise brauchen. Und das Zweite ist, durch diese Globalisierung, durch die Öffnung der Grenzen, sind natürlich meine Kulturen dazugekommen, die weder Deutsch können noch lesen, schreiben aus ihrer Historie heraus. Und plötzlich sollst du mit einem Lesebuch diese riesen Bandbreite abdecken, wo früher noch viel homogener war. Die ist jetzt so vielfältig geworden. Das geht doch gar nicht mehr. Also allein daran sollte man schon erkennen, dass die Individualisierung des Lernens jetzt schon längst notwendig ist. Also, da kann ich jetzt zweifach darauf antworten. Ich denke als erstes die wirtschaftlichen Interessen und das zweite ist Individualisierung und Inklusion. In den Schulen haben wir seit PISA, seit 2009, eine Reform durchzogen von wirtschaftlichen Interessen. Die OECD hat wirtschaftliche Interessen und es geht da um Humankapital. Es geht nicht um Kinder und Jugendliche.
Es geht nicht um Menschlichkeit, um eine Menschheitsfamilie. Es geht um Humankapital. Und das sind wirtschaftliche Interessen, die dann verfolgt werden. Und das ist der Prozess, der zum Beispiel sich darin zeigt, dass alles vergleichbar sein muss. Vergleichsarbeiten, Kompetenzorientierung. Wir haben seitenweise Kompetenzen pro Fach, wo es auch wieder nicht um die Kinder geht. Es geht um Kompetenzen. Und das macht mir Angst, das macht mir Sorge. Wo stehe ich da als Pädagogin, wenn ich doch Anforderungen an Humankapital umsetzen soll? Das ist eine Richtung, die wir da haben in Schulen. Ja. Da kann ich nur sagen, nein, das will ich nicht. Da mache ich nicht mit. Also so, ganz kurz dazwischen krätschen. Das war nicht nur 2009. Also das ist der Ausschnitt, den du gesehen hast. Durch den Bologna-Prozess wurde sozusagen das Diplom abgeschafft wurde und internationalisiert wurde, Master, Bachelor. Ich habe zu der Zeit Vorlesung gehalten. Ich glaube, das war 2005, wo man da alles umgestellt hat. Da ging das schon los. Ja. Also das ist ein Prozess, ja. der geht schon gar in die 90er Jahre zurück, wo die ersten... Natürlich, Konzepte. Aber auf die Schulen hat es sich ab PISA ausgewirkt, weil dadurch alle schockiert waren und alle gesagt haben, wir müssen unbedingt etwas ändern. Genau. Und das andere ist, was du eben angesprochen hast, Individualisierung und Inklusion. Unsere Kinder, die wir heute in der Schule haben, die sind anders als noch vor 30 Jahren. Es ist eine ganz andere Situation. Ich kann gar nicht darüber sprechen, woran was liegt. Ich kann nur sagen, wie es ist, dass die Kinder mit so einer Bandbreite in die Schule kommen. Ja. Und wenn früher die Kinder einfach funktioniert haben, weil einfach ein Grundstock da war, dann haben wir das heute nur noch recht selten. Wir haben einfach viele Kinder, die früh in die Krippe, in den Kindergarten abgegeben werden und denen eine Struktur noch fehlt. Weil ein Kindergarten, eine Krippe ihnen nicht das mitgeben kann, was eine große Familie ihnen mitgeben würde. Aber nicht nur die Struktur, sondern die Bindung, diese feste Bindung an die Eltern, die geht auch, genau. Das Vertrauen. Das sind mehrere Faktoren. Aber ich glaube, da brauchen wir, also gerne gehe noch 2, 3 Punkte ein, aber ich glaube, wenn wir da vertieft reingehen, dass es nicht oberflächlich bleibt, brauchen wir ein weiteres Treffen. Und der andere Aspekt ist, dass wenn ich eine Klasse, ich nehme jetzt mal die Grundschule von Klasse 1 bis 4 denke, dann haben wir in Klasse 4 haben ein Drittel der Kinder eine Diagnose. Zu Recht. Ja. Und das ist Dyskalkulie, Lese-Rechtschreibschwäche, ADHS, ADS, Hochbegabung, Hyperaktivität. Natürlich geben wir Pädagogen, Eltern, wir geben gerne auch unsere Verantwortung ab. Dazu neigt die Gesellschaft heute. Ja. Es ist einfacher zu sagen, okay, das ist die Diagnose, mein Kind kann nichts dazu. Es ist nun mal so, es hat das. Aber es ist auch oft der Fall. Es ist beides da. Und dann sind die Kinder anders und dann lernen sie anders. Und dann muss ich eigene Wege finden. Und sie haben ein Recht darauf. Das, was du sagst, kann ich jetzt unterstreichen. Früher gab es die Diagnose nicht, ADHS gab es einfach nicht. Es war einfach ein quirliges Kind. Es gab auch kein Ritalin, um das irgendwie mit Pharmazeutika runterzukriegen. Und zu Recht. Das war doch großartig. Ja, natürlich, da bin ich jetzt hinaus. So ein Junge, der einfach nur... Nimm nicht die Brot vom Butter. das Entscheidende ist, wir haben jetzt mittlerweile, wir meinen, wir hätten eine Lösung für ein Problem, das es eigentlich gar nicht gäbe, wenn wir das ursprüngliche Problem beseitigt hätten. So kompliziert, wie es klingen mag, so einfach ist es. Wenn wir die Kinder lassen, wie sie sind, derjenige, und das sind halt meistens Jungs, die so viel körperlich sich zeigen wollen, in der ersten, zweiten, dritten Klasse, hinzusetzen und sagen, so, du musst jetzt still sein, du musst jetzt zuhören, du musst jetzt hören. Und für die ist es Horror, das ist Stress. Also ich habe glücklicherweise eine Kindheit erlebt, wo ich dann viel im Wald war, weil ich hatte halt die Freiheiten, weil meine Eltern sich da nicht groß drum gekümmert haben. Da hatte ich Stunden im Wald verbracht an der frischen Luft. Also mein Bewegungsdrang hatte ich da mit Hütten bauen und was man halt so alles im Wald machen kann mit Holz, ausgelebt. Nur die Kinder heutzutage in der Stadt mit ihren Handys oder mit ihren Spielkonsolen, also mit der Spielkonsole kann ich keinen Bewegungsdrang abreagieren. Also die einzige Bewegung ist es mit dem Daumen, das können die super, ja. Viel besser als ich.
Und dann kommen wir ja in den Bereich Digitalisierung. Was ist, wenn die Schule immer weiter digitalisiert wird und es immer weiter dahin geht? Ganz einfach, Horror ist es dann. Ja, geht völlig in die falsche Richtung. Also Kinder mit digitalen, also ich bin Informatiker, ich darf das sagen, ich bin vom Fach. Heutzutage muss man immer erklären, wenn man etwas sagt, warum. Aber ich habe jetzt 30 Jahre in dem Bereich verbracht. Ich habe Vorlesungen gehalten. Ich habe sehr viele Menschen begleitet, habe selber 3 Kinder. Also ich erlaube mir jetzt eine gewisse Expertise. In der 7. Klasse kann man gerne auch solche digitalen Medien einführen, wenn die Kinder in der Pubertät so ein bisschen gefestigt oder mittendrin sind, gerne. Also sprich, wenn der neofrontale Kortex so langsam sich stabilisiert mit 12 bis 14. Vorher, wozu? Wozu? Also wo ist da der Vorteil, dass sie jetzt lernen, eine glatte Fläche, die eine Glasstruktur zu streicheln, dann sollen doch lieber andere Menschen streicheln oder sich selber. Also welche Kompetenz erwerben die, indem die über eine Glasfläche streicheln und dann wissen, dass es dann haptisch eine Interaktion gibt, sprich das Handy dann vibriert? Also das sind nur Informationen. Wenn ich über einen Bildschirm lerne, sind es Informationen. Und ich würde sogar teilweise zurückgehen, es sind nur Signale, es sind nur Impulse, noch nicht mal Informationen. Also ich würde sogar einen Schritt zurückgehen, es sind Signale, Informationen und dann kommt Wissen. Also ich würde teilweise nicht mal so weit gehen, dass es überhaupt Information ist. Und Lernen ist etwas ganz anderes. Lernen ist etwas, was mit dem Leben, was mit einem selbst etwas zu tun hat, was man in Verbindung bricht, was man bringt, was man anfassen kann, was man berühren kann, was einen voranbringt, was sein Leben bereichert. Und das sind keine einfachen Signale, Informationen. Also sagen wir mal so, bringen wir es ganz einfach auf den Punkt. Alles, was lebendig ist, lernt. Totes lernt nicht mehr. Und wenn es nicht lernt, ist es nicht lebendig. Also ist es vielleicht in diesem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod. Mhm. Aber lebendig lernt immer. Weil ich muss mich an der Umwelt anpassen. Und wenn ich meine, ein Computerspiel, wo ich andere abschieße, wäre die Kompetenz für die Zukunft. Ja, natürlich, manche wollen das. Also manche sind da heilfroh, wenn sie sich bekriegen. Nur jetzt haben wir doch eigentlich alles ausprobiert. Wir haben diejenigen, die wissend waren, über die Natur als Hexen verbrannt. Wir haben die anders denken waren, mal mit Stein befestigt, versenkt. Mal gucken, ob sie wieder hochkommen. Wir haben alle möglichen Menschen, im Wesentlichen Frauen, vergewaltigt, die nicht da waren. Wir haben die Menschen umgebracht mit Kriegen. Also wir haben alles ausprobiert, mir fällt gerade nichts mehr ein, um die Menschen in Angst und mit Töten zu versuchen, in eine Richtung zu bringen, wo sie funktionieren sollen. Das hat nie funktioniert. Die letzten 5000 Jahre, es hat nie lang funktioniert, ein paar Jahre. Aber was wir noch nie probiert haben, jemand entgegenzutreten, etwas mit Liebe zu begegnen, jemand wertzuschätzen, jemand so anzunehmen, wie er ist, das haben wir noch gar nicht richtig probiert. Manche Kulturen ja, aber das wäre dann eine Möglichkeit, um es einfach mal auszuprobieren. Und jetzt als Abschluss, das wollte ich vorhin loswerden, jetzt habe ich mich noch daran erinnert, als du diese Massengeschichte, diese durchaus neutralen Informationen, die es gab, zu dieser Testmaskenpflicht bekommen hast, hast du die an dein Lehrerkollegium gegeben. Das kommt in diesem Film rüber. Und dann war das für mich schockierend. Dann haben die nämlich was gesagt, das Lehrerkollegium. Die hat gesagt, das geht sie nicht an, das interessiert sie nicht. Und sie sind nicht verantwortlich. Sie sind nicht verantwortlich dafür, wenn die Kinder Masken tragen. Jetzt war ich vor 2-3 Tagen wieder spazieren, mal wieder allein, weil meine Frau was anderes hatte. Und dann höre ich mir gerne diese GfK, Marshall B. Rosenberg, einfach als so. Und da kam so eine Sequenz. Und zwar ging es darum, um die Nürnberger Prozesse, wo die entsprechend befragt worden sind. Warum haben sie das getan? Und da sagt er, der Marshall B. Rosenberg, die Nazis hätten damals etwas Neues erfunden. Das hatten sie Amtssprache genannt. Befehl von oben. Wir mussten es tun. Sie hatten also sich distanziert von dieser Art und Weise, von der eigenen Personalisierung, dass sie selber Gestalter ihres Lebens sind und nicht nur Gehörige. Und du hast gesagt, als Rektorin musst du doch tun, was es ist. Zu meiner Zeit war es schwer mit Kriegsdienstverweigerung. Also ich war als Soldat in der Wehrpflicht.
Ein Grundwehrdienst. Und da haben wir uns beigebracht, ihr müsst nicht jeden Befehl befolgen. Es gibt auch einen Paragraphen im BGB, der sagt euch, wenn ihr an eine moralische Grenze kommt, wenn ihr sagt, das geht das jetzt gegen... Das ist die Demonstrationspflicht, genau. So, und dann dürft ihr, klar, die Konsequenzen können unter Umständen sein, dass es Befehlsverweigerung ist bis zum Erschießen, aber ihr habt diese Freiheit. Ihr müsst nicht blind jedem folgen. Und das hast du ja letztendlich gemacht. Das also, können aber deine Lehrer auch. Oder deine ehemaligen Lehrer. Woran fehlt es in der Gesellschaft, wenn wir die Paragraphen doch eigentlich haben? Als Abschlusswort gehört dir. Ja, es geht immer um Verantwortungsbereitschaft. Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Und das Kindern zu vermitteln, das war meine Aufgabe. Ihnen zu sagen, du, was möchtest du? Möchtest du ein Buch lesen können? Gut, dann bist du für deinen Lernprozess verantwortlich. Und dann gucken wir mal, wie wir das zusammen hinkriegen. Und das ist etwas, was ich Kindern vermitteln möchte, was ich aber auch Eltern vermitteln wollte. Wenn sie wollen, dass ihr Kind lernt, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie zusammenarbeiten können. Zusammen kriegen wir es hin. Und das wollte ich auch Kollegen vermitteln. Übernehmt Verantwortung und guckt, wie können wir es am besten zusammen hinkriegen. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Verantwortungsbereitschaft. In wie vielen Bereichen möchte ich noch Verantwortung übernehmen und kann dazu stehen, kann dafür einstehen, weil es mir wichtig ist. Was übernehme ich einfach und wo sage ich, hier stehe ich, hier bin ich und das ist mein Weg. Sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, da kann auch jeder jetzt was damit anfangen, der dieses Video anschaut. Weil das ist was, wo man sich selbst fragen muss, wie weit will ich etwas voranbringen, weitertragen, was völlig gegen meine Natur geht, was mir völlig jeden Tag Energie abzieht, wo ich wirklich das Problem morgens beim Aufstehen schon habe. Oder anders gesagt, wo verschenke ich mich, wo bringe ich meine Energie rein, wo kann ich Mensch sein und andere mitnehmen. Und wenn mehr aufstehen und sagen, jetzt reicht, dann können die Politiker, die sich als Gewählte fühlen und meinen, sie wären diejenigen, die jetzt sagen dürften, wo es lang geht, auch überlegen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Und ich glaube, damit ist die Chance da, etwas Neues zu gestalten. Jetzt hattest du das Schlusswort. Nein, weil du darfst jetzt noch was sagen zu diesem neuen Gestalten. Neue Pädagogik, sage ich jetzt als Stichpunkt. Was gestaltest du noch? Ja, die neue Pädagogik ist eine Bewegung, an der ich gerne teilhaben möchte, um ja, Schüler, Lehrer, Eltern zu begleiten in neues Lernen, in eine neue Form, wo es wieder darum geht, was die Menschen eigentlich wirklich brauchen und dass sie es selbst steuern können. Und dass es nicht um Humankapital geht, Kompetenzen, was auch immer, sondern was brauchen sie wirklich? Und sie dahin zu begleiten, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen. Sehr schön. Vielen Dank. Wir hören jetzt einfach auf an der Stelle, wo es noch tausend andere Sachen gibt und reden einfach privat weiter. Und vielleicht gibt es dann einfach eine Fortsetzung oder, mein Gott, man kann ja unter jedes YouTube-Video auch Fragen stellen und man kann ja auch weitersuchen. Wir sind nicht die Einzigen. Vielen Dank. Gerne.